Zähneknirschen. Kennst du das? Dein Partner ist morgens schon genervt, weil er nicht schlafen konnte. Du hast das Gefühl, hier tut alles morgens weh. Das muss doch nicht sein. Wenn du nichts machst, dann gibt es das Worst-Szenario, dass sogar deine Frontzähne abbrechen können. Wenn du das alles nicht haben möchtest, dann bleib jetzt dran, weil wir werden dir in diesem Video eine Top-Übung zeigen, wo du einfach Spannung los wirst. Ich habe heute Steffi dabei. Hallo Steffi. Hallo Andrea. Steffi ist Physiotherapeutin, CMD-Spezialistin und wir werden heute einfach mal die Grundlagen erläutern, warum knirschen Patienten eigentlich? Was hat das zu tun? Viel mit Spannung, oder? Ja, in erster Linie schon mit Spannung natürlich, wenn du schlecht schläfst. Das ist auch ein großer Indikator, dass du einfach einen schlechten Schlaf hast und immer wieder dein Schlaf unterbrochen wird ständig und du dann einfach festmachst und halt knirschst und presst. Das andere ist natürlich aber auch Stress. Anspannung, immer mehr, ne? Ja. Anspannung, die du hast im Unterbewusstsein, wird die natürlich verarbeitet. Ja. Und dann geht es nachts einfach los, dass dein Gehirn anfängt, diese Anspannung über die Zähne wieder rauszulassen. Das sind wir gewöhnt. Ja. Evolutionär schon ist das von Kleinkindern an so, dass unser Gehirn weiß, okay, wenn wir Stress haben, verarbeiten wir es im Kieferbereich. Aber letztendlich ist es halt, ich denke, von uns beiden extrem wichtig, dass du aktiv, proaktiv etwas machst. Also es nützt jetzt nichts, sich dem Schicksal zu ergeben, weil wie gesagt, das kann böse enden. Du läufst ja quasi jede Nacht einen Marathon auf deinen Muskeln und halt auch auf den Zähnen. Das ist halt das Gefährliche. Wie können wir denn jetzt Spannungen am besten lösen? Ich habe ja versprochen, du hast jetzt einen Top-Tipp mitgebracht. Natürlich. Und ich würde sagen, let's go. Also mein Top-Tipp ist, dass du dir erstmal das Ganze bewusst machst. Du weißt es wahrscheinlich gar nicht, dass du knirschst und du musst dir das erstmal ins Bewusstsein bringen. Also mein Top-Tipp ist, schau, dass du wirklich tagsüber dir überall, wo du bist, am Arbeitsplatz oder zu Hause, viele Punkte hinklebst. So kleine Klebepunkte. Und immer wenn du diese Klebepunkte siehst, dann machst du aktiv eine Umgewöhnung. Was ist sehr wichtig, dass du dein Gehirn dran gewöhnst, etwas anderes zu machen. Denn dieses Knirschen ist einfach in uns unheimlich behaftet. Es ist eine Gewohnheit, die wir immer und immer wieder machen und der wir uns nicht bewusst sind. Und jetzt musst du dich erstmal daran erinnern, dass du es überhaupt tust. Und wie du das tun kannst, wenn du auf die Punkte schaust, ist einfach dann aktiv eine Übung zu machen. Und zwar, du schaust auf die Punkte, du erwischst dich dabei, dass schon wieder die Zähne aufeinander sind, dass die schon wieder festdrücken. Und dann nimmst du einfach eine Hand unter dein Kinn. Die liegt einfach nur ganz locker da. Die Zunge ist oben am Gaumen, ganz leicht, nur locker angelegt. Die Zähne gehen auseinander. Und dann lässt du einfach mal ganz locker dein Kinn fallen. Machst noch eine tiefe Atmung und schon ist die Übung vorbei. In ein oder zwei Sekunden bist du durch. Nur, das musst du beachten, du solltest diese Übung mindestens 15 Mal am Tag tun, so dass auch dein Gehirn die Chance hat, dich umzugewöhnen. Und das geht über Monate hinaus. Irgendwann wirst du feststellen, dass du das nicht mehr tust und dass es auch nachts dein Knirschen reduziert. Das ist mein heißer Tipp an dich, denn wenn du zu viel knirschst, dann hast du hier viel Belastung, du merkst, dass du absolut in Anspannung bist, du wachst wahrscheinlich auf mit Schmerzen an Schläfen hier unten und das muss einfach nicht sein. Deswegen lade ich dich dazu ein, etwas dagegen zu tun. Super, also das war ein Tipp, muss ich ja gestehen, den kannte ich auch noch nicht. Also an dieser Stelle mega Dank, Daumen hoch für Steffi. Wenn du mehr einfach von Steffi wissen willst, dann check unbedingt mal ihren YouTube-Kanal. Den verlinke ich hier unter diesem Video, den Kieferwissen-Kanal, wo du noch mehr solche Tipps bekommst. Und wenn du das Gefühl hast, okay, dieser Marathon jede Nacht auf deinen Zähnen, der hat einfach schon was mit deinen Zähnen gemacht. Vielleicht fangen deine Frontzähne schon so ein bisschen an zu bröseln und du hast empfindliche Zähne, dann lade ich dich ein, klicke jetzt auf dieses Video, wo ich dir verrate, was du dagegen tun kannst. Bis dahin, ciao.